Was steht denn jetzt noch? Genau, einen Krieger werde ich jetzt noch spielen. Ich glaube, ich spiele Arthas. Arthas müsste ich langsam mal leveln. Einer der sehr, sehr, einer der stärksten bisher. Tyrael habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich würde es aber Arthas spielen. Arthas bräuchte auch mal einen Skin. Frostgram hungert. Mal gucken. Tatsächlich hätte mir einen Arthas-Skin besorgen sollen. Goddammit. Cho'Gall. Oh, interessantes Lineup, was die haben. Greyman Cassia. Dürfte für den Samuro schwierig werden. Artanis als Solo-Tank. Puh. Und dann noch auf Sky Temple. Nicht unmöglich, aber sieht erstmal schwierig aus. Der Tempel öffnet seine Tore in Arthas, was werde ich denn spielen? Ich muss, glaube ich, Rauralf nehmen, weil die sehr, sehr viele Autoattacker haben. Bin kein großer Freund von Rauralf, aber ich werde es wohl nehmen müssen. Das sind sehr, sehr viele Autoattacker. Mal gucken. Und ich habe einen scheiß Mount, sehe ich gerade. Samuro auch drauf gegangen, dann werde ich in der Top Lane bleiben. Immer Backup, kein Mana mehr. Jetzt kommen gleich die Tempel. Ich werde trotzdem versuchen, die haben die Ward hier gleich auf. Zu Cho'Gall zu gehen, wir brauchen die Kill. Sylvanas versucht, was geht. Sylvanas schafft sogar das Duell gegen Emma. Das ist so interessant. Jetzt ist er allerdings tot. Eure Bemühungen sind vergeblich. Ich werde euch zeigen. Glück gehabt, dass er dann noch rausgekommen ist. Ich werde auf gefrorene Weiten spielen. Die Angriffsgeschwindigkeit von Greyman oder auch von Hammer, wenn ich dran stehe, oder von Cassia zu verringern, obwohl die nicht so viel Angriffsgeschwindigkeit haben. Und wir sind ein Viertellevel hinten. Nicht so viel. Jetzt sind sie da drauf. Sylvanas pusht weiter. Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe. Gehen die Braser um zu aggressiv spielen. Bräuchte mal Hilfe, die sind zu dritt. Alle.
ne? Dann könnte ich das vielleicht, könnte ich vielleicht beide holen. Da kriegt nicht ein, oder? Oh Mann. Schade. Sevi macht die Camps. Entscheide sich in der Mitte. Nehme ich die Runenheilung oder eisige Gegenwehr? Ich glaube, es ist eisige Gegenwehr, die ich nehme. Diese Welt wird ein Ende finden. Oh, leider nicht getroffen, Kollege. Also Gegenwehr gibt mir nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gegen die ganzen Autotech-Mühe. Und schon haben wir Level Lead, mächtig XP geholt. Ich fahre hier mal drauf, muss nur aufpassen, der Artan ist schon auf dem Weg. Der wird hier sicherlich gleich um die Ecke kommen. Das Licht ist ein Vorsatz gefallen. Ja, ich bin so lange geblieben, wie ich konnte. Ich ziehe mich zurück. Vorerst. Samuro macht weiter Pressure. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass wir das Spiel vielleicht einfach über Druck durch Samuro und Sylvanas gewinnen können. Beide da oben gewesen, Tatsache. Die machen jetzt beide einfach eiskalt Druck da. Ich versuche mal ein bisschen zu fighten mit Chugal. Ich hab getradet, passt. Ausgewartet. So, jetzt haben wir die Army of Death. Die Kronen kriegen oben dafür Keep. Relativ früh. Weil Sylvanas mit Samuro pusht. Sind nämlich da, müssen sich eigentlich darauf einlassen, oben zu deffen, aber sie machen es nicht. Das ist natürlich dann ihr Fehler. Ihr großer Fehler. Jetzt ist die. Ist die Nova da? Endlich. Ah, der Greyman ist noch an Sylvanas dran. Oh, ist das bitter. Gar nicht schlecht. Unlucky. Chugal tot, aber wir kriegen dafür immer Value raus, wenn Chugal stirbt. Also nicht so schlimm. Ich werde mal ganz kurz hier auspushen. Sylvanas macht das easy solo. Das war schon was. Interessant. Ah, sie lassen halt Sylvanas und Samuro pressuren ohne Ende auf den Lanes. Nicht so clever ist. Bin die verringerte Panzerung mit. Ich glaube schon. Den Schaden könnte ich auch mitnehmen. Ein Held ist zurückgekehrt. Welch ein Narr. Schmuck ist wieder da. Ah, Sylvie ist tot. Aber wir haben ordentlich gepressured, ich gehe hoch. Sollen sie es unten einnehmen? Ich habe Army wieder ready. Sie gehen auch direkt drauf. Gegner bezwungen.
und mit Doppelkill. Dreifach Kill. Nice. Und dann gewinnen wir die Fights auch noch so easy. Ich glaube, das kann Sugar easy alleine halten. Ihr holt sich unten, dann werde ich noch mehr Pressure aufbauen und hier das Camp machen. Sugar wird mich dann, denke ich mal, gleich unterstützen, wenn ich da drauf gehe. Kann genische Helden bewegungsunfähig machen, werde ich nicht, werde einfach Frostarm Leipzig mitnehmen, weil ich dadurch nicht so viel Mana verschwende und auch relativ viel Mana wiederbekomme und ich natürlich ordentlich reinbummere. Direkt den Ulti gesetzt. Schade, ich hätte früher die Kugel zünden müssen. Jetzt darf er nicht sterben. Ah, ich stirb durch Nova. Unlucky! Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. So, ich bin wieder da. Quest habe ich fertig. Jawohl, Quest haben wir fertig. Das heißt, wir können oben drauf pushen. Sugar ist nicht da. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Ich kann sie zumindest ein bisschen ärgern, Sylvanas ist leider tot. Immer auch wirklich nur ihre Nähe. Die Camps die ganze Zeit, die brauchen. Ja, viele kann ich ehrlich, leider gerade nicht machen. Ich habe gleich wieder die Army ready. Okay. Verteidigungsfähigkeiten gleich mal rausgeholt. Wir können Boss machen, das ist guter Call. Finde ich gut. In 30 Sekunden habe ich die Armee wieder ready. Könnte knapp werden, wenn die wieder da sind. Nee, es wird nicht knapp. Kann man easy. Jetzt habe ich Army ready, wir können noch mal komplett drauf fahren.
Blutrausch. Nice. Verbeugt euch vor eurem König. Doppelkill. Entscheidendes Talent. Dreifachkill. Level 20 werde ich. Bewegungsgeschwindigkeit zum Disengaging gar nicht so schlecht, aber ich werde die verbesserten Gule nehmen. So, das ist auch schon mal weg. Weiter den Frieden meines Reichs. MVP. War ein komisches Spiel, muss man festhalten. Ein sehr, sehr komisches Spiel, aber hat ja gereicht. Ja, das ist echt schon eine Wucht. Leider hat das nicht mal annähernd gereicht. Ich brauche noch 517.000. Nee. Na gut, das war Arthas. Ich glaube, ein Match mache ich noch, unranked, und dann geht's ab in die Heldenliga. Mal gucken, was noch geht. So spät am Abend. Mal schauen.